Die Serben im Norden des Kosovos haben damit begonnen, die von ihnen errichteten Barrikaden abzubauen. Am Mardare-Grenzübergang wurden die quergestellten Lastwagen entfernt, die die Zufahrt zum wichtigsten Grenzübergang zwischen Serbien und dem Kosovo blockierten. Militante Serben hatten in den letzten Wochen Barrikaden errichtet aus Protest gegen die Verhaftung eines ehemaligen serbischen Beamten der Kosovo-Polizei. Zuvor hatte Serbiens Präsident Aleksandar Vučić angekündigt, dass die Barrikaden abgebaut würden. Die Alarmbereitschaft für Militär und Polizei hob Vučić ebenfalls wieder auf. Er hatte die Verhängung der erhöhten Bereitschaft Anfang dieser Woche mit den jüngsten Spannungen im Kosovo begründet. In der Stadt Mitrovica wurden kosovo-albanische Polizisten in der Nähe einer Brücke entsandt, die Kosovo-Albaner von ethnischen Serben trennt. Auch zeigten Soldaten der NATO-geführten Schutztruppe KFOR verstärkt Präsenz in der Nähe der Barrikaden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell begrüßte die Entwicklungen. Bei der Deeskalation der Spannungen im nördlichen Kosovo habe die Diplomatie gesiegt, schrieb Borrell auf Twitter.